Geht's euch eigentlich auch so? Wenn man so auf der Terrasse sitzt, dann kommen die blödesten Ideen. Oder Fragen. Ein Schiff, wo lauter Frauen drauf sind, ist das dann unbemannt? Oder wie entsteht eigentlich eine Mathe-Schularbeit? Jesus Christus, die heilige Mathematik. Da findet man sich, Herr Schulerweit. Inhaltsverzeichnis der Textaufgaben. Na super. Die haben damals auch schon. Jesus, Maria, Josef, wie geht die Gleichung? Ah, da steht ja eh schon die erste Aufgabe. In Latein. Na, das wird schon nichts machen. Wie entsteht eigentlich eine Mathe-Schularbeit? Aha, dritte Klasse Mittelschule. Ja, von wem ist denn das Buch? Schau, Jendl Christian 3b. Und das ist ja interessant. Da findet man doch sicher was Brauchbares da drinnen. Schau. Plus mal Plus ist Plus. Minus mal Minus ist Plus. Das kommt mir sehr bekannt vor da. Quadrieren und Quadratwurzel ziehen. Wie schaut denn das aus? Das wird doch nicht... Tatsächlich, die haben wir doch auch schon mal wo gesehen. Nicht, das sind, da sind jetzt die Aufgaben. Ha, das schaut gut aus. Wie entsteht eigentlich eine Mathe-Schularbeit? Mathematik, herausgegeben von der Hochschülerschaft der Technischen Uni Graz. Das findet man doch sicher. Da werden doch ein paar Beispiele drinnen sein. Oder na, zu kompliziert, das geht schon. Das kommt uns doch alles ziemlich bekannt vor. Thank you.
Wie entsteht jetzt die Mathe-Schule heute? Mathematische Formeln von Bartsch. Ja, da werden doch Sachen drinnen sein. Schascha. Potenzen, Wurzeln. Das ist doch genau das, was wir gemacht haben. Und auch da könnte sich so ein und andere erinnern. A hoch 0 ist 1. Reziprok. Schascha. Jawohl. Formelsammlung. Ach, die paar Formeln, die werden die Kinder schon da lernen. So schaut's aus. Die Wände hat wohl jeder zu Hause. Da kann man geschwind einmal nachschreiben. Schau, schau. Da haben wir ja die Vierecke. Super. Und wie entsteht jetzt die Mathe-Schularbeit? Ja, und dann setze ich mich dann doch irgendwann einmal her, schnapp mir die Mathe-Bücher und schau mal, was denn da so drinnen vorkommt, was wir brauchen können. Und auch die LZK habe ich da drinnen liegen. Ja, untersuche ich mir dann ein paar Beispiele raus. Und schreiben wir die mal auf. Gehen wir's an. Rechnen mit Potenzen braucht man. Rechnen mit Termen braucht man. Und beim Parallelogramm nicht so viel, weil das relativ neu ist. Schauen wir. Ich denke, es werden 4 Aufgaben zum Thema Potenzen. Rechnen, Gleitkomma-Darstellung, Textaufgabe und umwandeln in eine natürliche Zahl. Und bei den Termen, da haben wir das mit den Textaufgaben, vereinfachen, Klammern auflösen und die binomischen Formeln. Tja. Mehr kommt aber nicht. Schauen wir mal. Ja, und dann fällt uns noch das Parallelogramm. Das wird wahrscheinlich Parallelogramm einmal zeichnen und abmessen und dann Fläche und Umfang berechnen. Das sollte man am Dienstag und Mittwoch nur hinkriegen. So, jetzt habe ich mir das einmal zusammengeschrieben und jetzt mache ich im Computer noch die Arbeitsplatteln auf und schaue, ob ich dort noch Beispiele finde und dann tippe ich das alles einmal in den Computer rein. Ja, dann schauen wir weiter.
muss ich mal neigen machen. So. Ich habe mir die Schularbeit jetzt einmal ausgedruckt und jetzt probiere ich einfach einmal aus, zeitmäßig, wie lange ich dafür brauche. Auf geht's! Das war wohl ein bisschen zu viel. Tue ich noch was weg. Und jetzt die gekürzte Version. Die sollte eigentlich schaffbar sein. So, das ist jetzt ratzfatz gegangen. Das sollte machbar sein. Ich glaube, das wird die Schularbeit. Und damit man die Klasse bei der Schularbeit durchhaltet, gibt es noch eine Nervennahrung für morgen. Na dann, viel Spaß bei der Schularbeit. Und so in etwa entsteht eine Schularbeit. So kann man sich das vorstellen. Und das hat jetzt mehrere Tage gebraucht, bis ich da fertig geworden bin.